Uiuiuiui. Ab in den Süden. Oh, diese Ladezeit macht mich so verrückt. So verrückt. Verrückt, verrückt. Oh, Mittelerde Mordors Schatten. Willkommen, meine lieben Damen und Herren, zum Spiel. Oh, zu diesem Spiel hier. Ich habe ehrlich gesagt sehr lange darauf gewartet und heute kann ich es mal endlich zocken. Und ich bin sowas von glücklich, dass ich dieses Spiel jetzt zocken kann. Ich würde mal sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Zocken ist jetzt angesagt. Zocken, meine lieben Damen und Herren. Okay, aktualisieren. Ich bin gleich wieder back. So, jetzt bin ich wieder back und die Belichtung stimmt auch. Alles in allem bereit zum Zocken. Eigentlich fehlt noch das Bier, aber das ist auch okay so. Dass die Symbole in den weißen und schwarzen Feldern kaum zu sehen sind. Oh, das. Ja, das sieht gut aus. Ich fange gerade mal an zu zocken. Story-Modus. Zum Einlösen irgendwie. Im Lande Mordor. Wo die Schatten drohen. Hier geschah es, an den Hängen des Schicksalsberges, dass der dunkle Herrscher Sauron von einem Bündnis aus Elben und Menschen besiegt wurde. Hier geschah es auch, dass die Waldläufer Gondors 2500 Jahre Wache standen. Wache gegen ein namenloses Übel, das sie bereits vergessen hatten. Und als die Stärke Gondors verblasste, erwachte die Macht Saurons in der Dunkelheit. Die Dunkelheit, mal wieder. Er ist nach Mordor zurückgekehrt. Schatten und Flammen halten das schwarze Tor umschlungen. Und kein Sterblicher kann sich ihm widersetzen. Aber ich werde das tun. Ich werde mich widersetzen, ihn abköpfen und ihn einfach abschlachten. Dieses Schwert widest du dein Leben führen, meine Kollege. Das war ein perfekter Schlag, um ein Huhn zu töten. Ich will dir nur nicht wehtun. Du musst dich schon anstrengen. Dir, Hael, der mächtige Hühnerschreck. Komm schon. Komm schon. Zeig mir, was du drauf hast, hä? Ich zeige dir, was ich drauf habe. Ich bin der Trainer und bin gleichzeitig der trainiert.
Oh fuck, sorry Jungs. So. Hart genug? Pariere, mein Sohn. Vergiss nicht zu blocken. Vielleicht solltest du nicht vergessen zu schlagen. Bleib wachsam, dir Hey. Dein Feind ist nicht immer, was er zu sein scheint. Ah, mein Sohn abschlachten, so cool. Ruhig, Blutsohn. Noch bist du kein Soldat. Oh nein, bitte nicht so. Oh, eben, ja. Das nenne ich mal einen guten Übergang. Flatsch, flitsch, flutsch, flatsch. Fäuste fliegen, Blut schmiert auf dem Gesicht und die Landschaft füllt sich mit Leichen. Toter Sinn. Gerade so. Oh, das Gameplay-System ist gewöhnungsbedürftig, aber funktioniert sehr gut. Was? Oh, nein, okay, nein, die Steuerung ist gut. Ich dachte mit, Und Deck! Wow! Zuck. Opa! Ha! Was war das jetzt für eine Slow-Mo-Szene? Geh zu deiner Mutter und beschütze sie. Ich bin direkt hinter dir. Geh. Ist jetzt ein gefallener Krieger, oder? Der Tod hat dich verstoßen. Sogar der Tod. Alright. Die Grafik ist wunderschön. Wow. Auf deinem Weg begleiten. Alles Liebe zum Hochzeitstag. Talion, die sind wunderschön. Wo hast du die her? Ich habe da noch ein paar Freunde in Gondor. Hast du meinen Vater gesprochen? Das habe ich. Und es hat sich nichts geändert. Er ist nach wie vor stur. Lass uns dennoch fortgehen. Dir, Hael, wird das nicht gefallen. Es muss ein besseres Leben geben als dieses. Jetzt nicht. Aber bald. Aber bald. Ich habe es so satt, mich hier zu verstecken, Talion. Talion. Psst. Wenn wir uns nicht verstecken, sind wir beide tot. Komm mit. Keine Ahnung, was hier los ist. Wir hätten gehen sollen, als wir die Gelegenheit hatten. Bleib hier. Ich bahne uns einen Weg. Sie sind in der Überzahl. Schleichen ist meine einzige Hoffnung. Wir sollten
Ein Assassine. Wow. Cool. Wow, 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 wow. Jetzt kommst du an die Reihe, du kleiner Racker. Bam. So. Oh, shit. Was, ich bin ein Waldläufer? Wow. Wow. Oh shit. Nein. Nein. Ein Opfer von Blut und... Wow, also dieses Spiel ist ja so geil. Die Story hat mich voll gefesselt. Was ist das für ein Ort? Keine Ahnung. Okay. Glaubst du mir jetzt, Waldläufer? Was ist mit mir geschehen? Der Tod hat dich verstoßen. Hilflos treibst du zwischen dem Licht und der Dunkelheit. Ein Fluch verbindet uns im Innern der Menelandos. Falls du die Wahrheit sagst, wie können wir diesen Fluch brechen? Oh ja. Wir finden den, der uns verflucht hat. Die schwarze Hand Saurons. Epische Lieder, Hammer Story, Hammer Umgebung, Hammer Grafik, oh mein Gott. Dieses Spiel hat mich schon jetzt beeindruckt. Das kommt mir bekannt vor. Talion tötete einen Adligen, Ioret. Sein Leben gehört jetzt Gondor. Vater, wenn du meinen Geliebten auslieferst, werde ich aussagen, Askon in Notwehr getötet zu haben. Hä? Wer spricht hier mit mir? Jetzt hat es aufgehört. Persönlich treffen können. Also, erneuern. Das Erneuern von Schmiedetürmen schaltet die Ringe des Geistes frei. Ah, cool, cool. Dies schaltet neue Aufträge und Sammelstücke auf der Karte frei und du erhältst zusätzlich auch Mirian. Also, ich muss ehrlich zugeben, ich bin kein Experte unter den Herr der Ringen-Fanatikern. Ich kenne die
Ich habe auch mal ein paar Bücher gesehen, aber nur ein paar Seiten gelesen. Und auch die Filme angeschaut, aber das war's dann schon. Den Fehler kann ich beheben. Wow. Also halte L2 gedrückt, um in den Fernkampf auszuwechseln, halte dann gedrückt, um einen Schuss aufzuleiten. Wow. Und Headshot Number 1 und Headshot Number 4. Aber... Fickt euch! Tag! Wow! Und tag! Also dieses Spiel ist der Wahnsinn. Ich hab meinen Hack'n'Slay gefunden. Damn! Yes! Irgendwie kann ich auch die irgendwie manipulieren, also Gedanken, Hirnwäsche und so Scheiß. Wow. Was weißt du über die schwarze Handsau? Er ist ein Dämon. Aus dem Nichts geschaffen. Was noch? Aus dem Nichts kommt nichts. Der schwört, er hat ihn bekämpft. Hab ihn verkauft. Für ein Fass voll Grog. An Gimub, den Sklaventreiber. Das sind die Hauptmänner von Saurons Armee. Sie erscheinen dir als Schemen, da du ihre Identität noch nicht kennst. Okay, cool. Wenn du Feinde verhörst, erfährst du wertvolle Informationen über diese Hauptmänner. Drück X, um die Identität dieses Hauptmanns zu erlernen. Wow. Krass. Brutal. Dann soll das unser Ziel sein. Wenn man einem Ork trauen kann. Es geht nicht um seine Worte. Seine Gedanken sind es, die nicht lügen. Oh, nicht schlecht. Also jetzt geht's weiter mit dem Metzeln. Okay. Die Welt hat sich verändert. Nichts ergibt mehr Sinn. Es hat sich nichts geändert. So wird es ewig bleiben. Zukunft und Vergangenheit sind durch Dunkelheit verbunden. Ich verstehe nicht, wieso. Zukunft und Vergangenheit sind durch die Dunkelheit verbunden. Lass uns den Sklaventreiber suchen. Vielleicht hat er Antworten. Boah, das sieht so geil aus, Mann. Nix. Nada. Und wieder nix. Tut mal gut zur Abwechslung mal etwas anderes. Glauben, dass wir uns den ganzen Tag schlechtern. Und jetzt ist. Wow.
Wow. Damn. Damn. Wow. Wow, 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 wow. Damn, damn. Okay, jetzt ist fertig mit lustig. Upsala. Opa. So, und jetzt kommst du dran, du. Bam. Damn, 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 damn. Damn, damn, damn. Und stirb, Sklave. Zeit? Gut, denn es ist Zeit zu leiden. Damn, damn, damn. Opa. Aha. Wir haben einen Eindringling da. Zeit für eine Beförderung. Warte mal, zuerst die Fähigkeit mal einschalten, oder? Drücke. Ja, klar.